So, gucken, was ist. Oh, Aufnahme läuft schon. Guten Tag. Hallo. Heute gerade eben ein kleines Päckchen bekommen. Und ja, was da drin ist, zeige ich euch einfach mal. Hol ich gerade den Karton mal hoch. Kleiner Karton. Wie man sieht, Amazon, ne, extra die andere Seite. Da ich euch sonst meine Adresse zeige, ne, was ich nicht gerne machen möchte öffentlich. Ich meine, ein paar von euch kennen meine Adresse schon aus der Steffen-Bose-Gruppe bei WhatsApp. Haben wir übrigens auch eine WhatsApp-Gruppe. Wer Lust hat und noch nicht drin ist, einfach mal fragen. Wir sind da so eine kleine lustige Gruppe von Modellbauern, Autosammlern, wie auch immer, Hot Wheels, kleine, große Umbauten, alles drum und dran. Ja, wer will, einfach Bescheid sagen. Und ja, was ist da drin diesmal in dem Paket hier? Was ist hier drinnen? Oh, was ist hier drinnen? Und zwar Papier, 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 Gott. Ah, da ist das gute Stück. Karton runter. Und es ist, Achtung, keine Schleichwerbung. Da ich es selber gekauft habe, darf ich es als Nicht-Werbevideo zeichnen. Denke ich mal. Und zwar ist es ein Lackierständer. Da ich ein kleines Projekt in 1 zu 24 habe und da ich keinen passenden Ständer dafür habe, ja, habe ich mir endlich mal einen gekauft. Seit langem suchte ich nämlich schon einen. Und ja, wie man sehen kann, hier kann man zweiteilig nehmen. Einmal nur für kleine Sachen. Und einmal für große Sachen. Spraywork Painting Standard Set. Ho Chi Minh Schrift von Tamiya. Ja, das Ganze hat mich, glaube ich, mit Versand 23 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Über Amazon. So, aufmachen. Da hätten wir als erstes einmal eine Bedienungsanleitung. Da man ja nicht weiß, wie sowas benutzt wird, ne, muss man eine Bedienungsanleitung reinmachen. Hier, wie ich sehen kann, auch auf Deutsch nicht. Dann direkt mal weg. So, was haben wir denn hier Feines? Ah, alles klar. Schön, 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 schön. Und man sieht, dreht sich. Kennen bestimmt einige von euch schon. Jo. Erstens, das ist der Untergrund. Ich kann euch mal gerade rumdrehen. Moment. Und zwar wäre das dann als kleine Äußerung hier und dann kann man das schön hinstellen. Dann kannst du von allen Seiten schön drehen. Ja, was ist noch dabei? Vier von diesen Klammern. Ja, eins, zwei, drei und vier auch dabei. Und dann haben wir noch hier den, was ist es? Das ist der, ach, Pappe weg, der Drehteller für, oh, kann man sogar abmachen, jo. Draufstecken. Ein zweiter Drehteller, das ist mal richtig genial. Und zwar geht das so. So.
So? Ich habe keine Ahnung. Und zwar wäre es dann hier. Oder gehört das so rum? Nee, da mache ich es kaputt. Doch so rum. Muss ich mir doch nochmal die Beschreibung angucken. Auf jeden Fall. Karneval. Nein, Spaß. War es auf jeden Fall hier drauf. Wie ihr seht, das ist nicht mein Mittelfinger. Nicht, dass einige sagen, du hältst den Mittelfinger hoch. Und ich gerne ein Dislike dafür bekomme. Was natürlich nicht sein muss. Huh. Ja. Hier steht zum Beispiel, den Teller soll man abnehmen, den großen. Zack. Das geht aber einfach, Dude. Dann kann man den hier drauf machen. Ach so, okay. Dann soll man das quasi abmachen irgendwie. Ah. Einmal. Die Dinger, die sind sogar noch hier dran mit solchen. Zeige ich euch gleich. Und zwar, der Kater hat wieder Spaß. Ein neuer kleiner Karton. Warte, hier, ich mach den mal auf. Komm mal her, gucken. Hier, guck mal. Und zwar waren noch diese Teile hier drum. Ich geht's jetzt auch nicht besser. Dann kann man das, glaube ich, abmachen. Ja, man kann das abmachen. Und dann andersrum dagegen. Irgendwie so. Genau. Dann kann man das so. Wie man sieht, macht man hier. Kann man sehen. Einmal da ab. Einmal da ab. Dann dreht man es einfach nur einmal auf die andere Seite. Und steckt es da in diese Löcher wieder rein. Wenn man es nicht vorher schon zusammenhakt. Eins. Und zwei. Eins und zwei. Eins, zwei, zwei, zwei. Zack. Dann hat man es andersrum. Ich glaube, so rum gehört das dann auch. Dann kann man das hier draufstecken. Und dann kann man das auch. Ja, so lassen. Und dann kommt der große Teller. Den kann man dann auf diesen kleinen Teller drauf machen. Da könnte man dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, das Auto wieder drauf machen oder so zum Draufstellen. Oder du machst, wie laut in der Beschreibung, nimmst dir diese Dinger hier. Der Kater macht wieder Krach ohne Ende. Und dann hast du hier diese. Und dann steckst du das Dingens einfach da rein. Und dann kannst du hier bei Spice was reinstecken. Zum Beispiel. Ja, klingt verkehrt, das, wenn man sagt, kann man was reinstecken. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal so eine Pinzette. Zack. Oh, ja. Das geht nicht. Na, dann würde ich mal sagen, da nehme ich mal dieses. Kleine Schleichwerbung für Modellautos Dresden. Und dann kann man das hier so dran machen. Ja, endlich einen bekommen. Günstig, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, da ich noch ein kleines Projekt vorhabe, werde ich es euch einfach nur mal zeigen. Ein ausführliches Video davon kommt noch. Und zwar, das ist auch der Grund, warum ich mir diesen Lackierständer bestellt habe. Und zwar ist es einmal von der Firma Fujimi ein Mercedes-Benz 190, 2,5 Liter, glaube ich. 16 Evolution 2. Ja, wie man sieht, Tom. Und ja, Karton. Deckel ist schon mal ab. Und ich habe schon mal ein klein wenig vorgearbeitet. Habe
die Räder, die rankommen, vom Chrom befreit. Die waren vorher so, wie ihr seht. Das sind, also sind zwei verschiedene Felgen dabei, sage ich mal. Und da ich die aber nicht nehme, sondern diese nehmen möchte, wie man sehen kann, ja, da ist noch der Chrom drauf da. Und hier habe ich ihn ganz einfach mit Backofenreiniger. Das habe ich mal gesehen, das Video. Und habe ich einfach mal ausprobiert. Und ich muss sagen, es funktioniert einwandfrei. Und ja, dann haben wir noch hier natürlich Bremsen und Bremsscheiben und. Was ich allerdings schon mal gemacht habe, das noch ein bisschen bearbeitet werden muss, ist die Karosse. Schon mal so ein bisschen Türgriffe dran gemacht. Vorne schon mal alles so ein bisschen Nummernschild. Spoiler hinten drauf gemacht. Hinten auch Nummernschild drauf. Das habe ich schon mal gemacht. Und ja, was haben wir hier noch? Das sind die Gummiräder, wie man sieht. Ja, man kann es erkennen. Inklusive Achsen oder Achse. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Kleinkram. Das habe ich auch schon mal so weit zum Lackieren gemacht. Kann bald losgehen. Dann haben wir hier noch, ja, diverses kleines. Ne? Der Boden kann man schon mal sehen, ungefähr wie groß der wird. Sitze auch schon dabei. Dann habe ich hier auch noch so ein bisschen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Verkleidung, Armaturenbrett und. Hier natürlich Scheiben. Noch mehr transparentes Gläser und. Ja, und dann. Ganz wichtig, Decals, Cesus-Stern, Sonnenblenden, Mittelkonsole, Tacho. Tja, und ich habe noch keine Ahnung, in welcher Farbe ich das Modell mache. Eigentlich wollte ich dies in Schwarz machen, Innenraum in Rot, aber irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie, ja, soll ich sagen, irgendwie gefällt mir das doch nicht so in Schwarz. Ich weiß es noch nicht, welche Farbe das kommt. Und ja, welche Farbe ich die Karosse machen soll. Vielleicht in Silber oder in vielleicht sogar in Rot oder in Dunkelblau. Habe ja noch so ein paar schicke Farben. Vielleicht mache ich den doch schwarz oder ich mache ihn weiß. Ja, wie gesagt, mir ist noch nichts eingefallen. Und ja, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, das ist mein Projekt, was ich als nächstes anfangen will. Was ich ja auch schon ein bisschen angefangen habe. Und ja, vielleicht demnächst auf diesem Kanal oder ich packe es ohne euch und zeige euch einfach mal das Ergebnis. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das recht wäre. Ach so, hier habe ich ganz vergessen. Und zwar habe ich ja hier noch die Beschreibung. Ja. Und zwar, ich mache das so. Die Teile, die schon verbaut sind, streiche ich einmal durch, damit ich nicht durcheinander komme. Ja, wie gesagt, ich werde mir wahrscheinlich bei Google noch ein bisschen Bildchen angucken davon. Und dann, ja, mal schauen. Hier stehen die Farben, die man braucht, wie ihr vielleicht lesen könnt. Ja, ich kann es nicht. Und ja, des Weiteren sind auch noch diverse kleine Hot Wheels Matchbox für die Lackierung vorgesehen.
Und zwar, ich drehe euch gerade noch mal rum. Und zwar diese Modelle. Porsche. Und dann habe ich noch Barbies Traumcamper. Da habe ich noch was vor. Ich bin noch am Überlegen, wie ich es mache. Ich will noch nicht spoilern. Und ja, spoilern will ich noch nicht. Aber ich habe da schon mal so eine kleine Idee. Also, wie gesagt, Mercedes, Autos lackieren und Wohnmobil umbauen. Das steht demnächst bei mir an. Ja, dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit und Däumchen gerne nach oben oder auch nicht, wie ihr wollt. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Vielleicht habt ihr eine Idee, vielleicht habt ihr einen Vorschlag, wie der Mercedes werden kann. Ja. Dann würde ich sagen, bis die Tage. Ciao.